Draußen scheint die Sonne und auch drinnen wird gestrahlt. Die Wasserfreunde Spandau und 04 haben aber wahrlich auch allen Grund zur Freude. Durch ein souveränes 17:6 im Halbfinalrückspiel gegen den SV Ludwigsburg ist der Finaleinzug perfekt. Nun geht's um den Meistertitel. Ja, wir sind ziemlich selbstbewusst in die Partie gegangen, weil wir haben das Hinspiel mit 11 Toren Unterschied gewonnen. Wir hatten jetzt nicht so hohen Druck, also ja, die Selbstbewusstheit war da. Mit dem 20:9 aus dem Hinspiel vom vergangenen Donnerstag sind die Wasserfreunde in den schwarzen Kappen klar fort. Heute setzt Trainer Peter Kovacevic vor allem auf seine jungen Spieler. Zoran Bosic setzt in der 7. Minute ein Achtungszeichen mit seinem 4:0 Traumstart für die Gastgeber. Auch durch einige Fehlwürfe und Ballverluste zu Beginn des zweiten Viertels lassen sich die Spandauer nicht aus der Ruhe bringen. Marik Čak erzielt wenige Sekunden vor der Halbzeitpause das 9:2, die Ludwigsburger stets bemüht, aber trotzdem weit abgeschlagen. Vor allem im Hinspiel 9 Tore zu schießen gegen Spandau ist nicht selbstverständlich, vor allem nicht für uns etwas kleineren Vereine. Und wir wollten auf jeden Fall ein paar Sachen ausprobieren und ich denke, phasenweise ist uns gut gelungen, aber ja, stellenweise halt auch nicht. In der zweiten Hälfte machen die Spandauer da weiter, wo sie aufgehört haben. Und Marin Restovic trifft hier zum 14:3 die ersten 11 Tore Führung für die Gastgeber. Mit 5 Treffern ist er heute der beste Werfer bei den Spandauern. Im letzten Viertel erhöht Nino Blažević für die Gäste auf 6 Treffer. Um das Spiel zu drehen, ist das allerdings viel zu spät. Janik Schiru trifft zum Endstand von 17:6 und so gehen die Spandauer und staune ungeschlagen ins Best-of-Five-Finale gegen den Dauerrivalen aus Hannover. Ja, wir sind auf jeden Fall froh, wieder im Finale zu stehen und sind auf jeden Fall höchst motiviert, gegen Waspo anzutreten und müssen auf jeden Fall einige Dinge noch verbessern, aber ich bin guter Dinge, dass wir das hinbekommen. Die erste Partie der Best-of-Five-Serie steigt am Mittwoch in Hannover. In dieser Saison konnte Waspo die Wasserfreunde in der Liga noch kein einziges Mal schlagen. Es verspricht also auf alle Fälle ein fulminanter Saisonabschluss zu werden, ein fulminantes Finale sozusagen. Bleibt nur die Frage, wer in dieser Angelegenheit zuletzt lachen kann.